Klein im Format, groß in seiner Beliebtheit. Wir beschäftigen uns heute mit dem Yorkshire Terrier. Der Yorkie, wie er auch gerne genannt wird, ist nicht nur in der Gegenwart sehr beliebt, er kann auch auf eine beachtliche Historie zurückblicken. Ursprünglich wurde er Ende des 19. Jahrhunderts, wie der Name vermuten lässt, in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire als Rattenjäger gezüchtet. Schnell legte er aber einen beachtlichen Aufstieg hin und diente schon bald in vornehmeren Kreisen als Gesellschafts- und Wachhund. Die Gründe für seine bis heute anhaltende Popularität? Seine Charaktereigenschaften bringen ihm hierbei bestimmt den ein oder anderen Pluspunkt ein. Denn er ist sehr verschmust, verspielt, zudem neugierig und überaus lernwillig. Sein Auftreten ist von großem Selbstbewusstsein geprägt und sein Temperament steht dem in nichts nach. Aber auch seine Wurzeln lassen sich schwer verleugnen, was sich durch seinen Jagdtrieb sowie starken Wach- und Beschützerinstinkt äußert. Der Yorkshire ist also alles andere als ein kleiner, beschaulicher Schoßhund, der per Handtasche sein Revier erkundet. Wer über die Anschaffung eines Yorkshire Terriers nachdenkt, muss wissen, dass er sich mit ihm viel Glück, aber auch ordentlich Arbeit mit ins Haus holt. Um die kleinen Temperamentsbündel auszulasten, stehen mindestens 3 ausgedehnte Spaziergänge auf dem Tagesprogramm. Yorkshire brauchen trotz ihres kompakten Formats jede Menge Auslauf und Spiel. Auch Hundesport bietet sich an. Zudem braucht der Yorkie neben viel Liebe und Aufmerksamkeit vor allem eins: konsequente Erziehung. Wie fast alle Terrier haben sie ihren ganz eigenen Kopf, sind sehr klug und daher auch sehr gerne mal daran interessiert, ihre Grenzen auszutesten. Zudem leiden die kleinen Yorkies unter partiellem Anfall von Größenwahn, was sich im Dominanzverhalten gegenüber Artgenossen äußern kann. Eine gewisse Hundeerfahrung ist im Umgang mit den kleinen Terriern also sehr von Vorteil. Sie sind durchaus anpassungsfähig, was sie auch für ein urbanes Umfeld qualifiziert. Sie sind aufgeweckt und bauen eine enge Beziehung zu ihren Vertrauenspersonen auf. Doch nicht nur die Beziehung zum Hund will gepflegt werden. Als Yorkshire-Besitzer schlüpft man automatisch in die Rolle des Hundefriseurs, denn tägliches Bürsten ist absolut notwendig. So bewahrt er den Yorkie vor Verfilzungen. Die zusätzliche Pflege mit speziellem Hundeshampoo wäre durchaus ratsam. Auch regelmäßiges Trimmen des Fells sowie Friseurbesuche zählen zum Pflichtprogramm. Denn, ähnlich wie bei uns Menschen, hören seine Haare nicht auf zu wachsen. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Wenn ihr euren Yorkshire Terrier optimal versorgen wollt, solltet ihr einiges beachten. Da Yorkshire Terrier zu Allergien neigen und einen speziellen Nährstoffbedarf haben, lohnt sich der Griff zum rassespezifischen Futter. Zum Beispiel von Royal Canin oder ein Futter für kleine Hunderassen von Concept for Life. Zum einen sind die Kroketten des Trockenfutters in ihrer Größe mundgerecht angepasst. Zum anderen ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren und Biotin besonders hoch und unterstützt so Fell- und Hautgesundheit. Das ist gerade beim Yorkshire Terrier mit seinen längeren Haaren besonders wichtig. Ab dem ersten Lebensjahr kommen die kleinen Energiebündel mit nur einer Mahlzeit am Tag aus. Bei guter Pflege und artgerechter Haltung habt ihr lange Freude mit eurem treuen Begleiter. Yorkshire können nämlich zwischen 13 und 16 Jahre alt werden. Wie alle Rassen, die über einen langen Zeitraum gezüchtet werden, hat auch der Yorkshire Terrier seine Anfälligkeiten. Gelenkerkrankungen, Herzerkrankungen, Bronchitis, Augenerkrankungen und Allergien zählen dazu. Wichtig ist also für euch, dass ihr bei der Auswahl des Züchters auf absolute Seriosität achtet. Ich hoffe, meine Tipps können euch helfen. Bis bald auf diesem Kanal.